Der Albtraum für jeden Autobesitzer, der seinen Wagen liebt und pflegt, klebt meistens genau hier, auf den Felgen. Selbst Autowaschanlagen können solchen Dreck aus Bremsstaub, Salz und hartnäckigstem Schmutz nicht immer restlos beseitigen. Autobilds Pflegeexperte Bernd Volkens kennt die Tricks, wie sie ihre Räder wieder auf Hochglanz bringen, nämlich mit Handarbeit. Bei diesen extremen Verschmutzungen ist es wichtig, dass man einen starken Felgenreiniger hat. Und auch wichtig ist, dass der sollte säurefrei sein. Weil wenn er säurefrei ist, dann greift er weder Chromfelgen an, noch Aluräder, noch Stahlfelgen. Alles bleibt in Ordnung. Das Material wird nicht beschädigt. Also auf Säurefreiheit achten. Das ist extrem wichtig. Bestimmte Reiniger zeigen wie hier durch eine violette Verfärbung an, dass die Schmutzschicht aktiv gelöst wird. Doch das reicht meistens noch nicht aus, um auch den letzten Winkel einer Felge zu reinigen. Der Schmutz ist wirklich hartnäckig und von daher ist es sinnvoll, eine Felgenbürste einzusetzen. Da kommt man schön in die Ecken rein, man kriegt den Schmutz schön weggeputzt. Also eine Felgenbürste macht auf jeden Fall Sinn bei einer Felgenreinigung. So kann das Mittel auch an schwer erreichbare Stellen gelangen. Nach kurzer Einwirkzeit können die Felgen mit dem Hochdruckreiniger und Klarwasser abgespritzt werden. Auf den ersten Blick sind viele Autobesitzer jetzt schon beeindruckt. Doch für den Profi kommt nach dem Abtrocknen des Alus der entscheidende Schritt. Die Felge ist super sauber, jetzt eine Felgenversiegelung auftragen. Es geht relativ einfach, einfach aufsprühen, hier mit dem Lappen ein bisschen nachreiben, alles schön verteilen. Das ist ein total tolles Mittel. Die Felge ist optimal geschützt vor Bremsstaub, vor Salz, vor diesen ganzen Umwelteinflüssen. Und sie hat auch einen tollen tiefen Glanz. 2 bis 3 Minuten warten und sie ist optimal geschützt. Eine ultradünne Felgenversiegelung bildet auf der Oberfläche eine unsichtbare, lang anhaltende Schutzschicht aus glashartem Silikat. Spätere Verschmutzungen wie Bremsstaub lassen sich so deutlich leichter wieder entfernen. Zu zeigen, wie gut die Versiegelung funktioniert, bringe ich mal ein bisschen Wasser auf. Und da sieht man schon, wie toll das Wasser hier abläuft. Genau das würde auch mit Schmutz passieren. Es würde einfach ablaufen zusammen mit Wasser. Den letzten Schliff bei der Radkosmetik gibt der Experte den Reifen. Denn auch das Gummi wird stark beansprucht und kann nach einiger Zeit grau, ausgeblichen und brüchig wirken. Jetzt mache ich die Reifen noch etwas schick. Es geht ganz einfach, einfach dieses Spray aufsprühen. So ruckzuck ist das gemacht. Und wenn dann das zu sehr glänzt oder wenn hier so leichte Leuchter sind, einfach noch so ein bisschen mit dem Lappen rübergehen, das überschüssige Mittel aufnehmen. Ein Reifenspray ist häufig nicht nur ein Facelift für die Pneus, sondern kann gleichzeitig auch fliegen und vor Rissbildung und Farbausbleichung schützen. Die glänzende Optik kann je nach Qualität des Sprays mehrere Wochen anhalten. Aus dem Albtraum jedes Autobesitzers der völlig verdreckten Felge kann also mit den richtigen Produkten innerhalb von wenigen Minuten wieder ein Traum von einem gepflegten Rad werden.